Computercraft ist zur Erklärung ein Mod, wo man halt selber so eine Art Roboter programmieren kann, die halt abtasten können und halt was für ein Block vor ihnen liegt. Die können buddeln, die können sich bewegen natürlich. Das war's, glaube ich, soweit. Ja, doch, die So können wie die auch. handelsüblichen NXTs. Als ob die jeder kennen würde. Ja. Dann, also die programmiert man dann mit Lua, das würde theoretisch gehen. Dann, was hatten wir noch? Formcraft, da müsstest du mir immer selbst erklären. Ja, da hat man so kleine Helfer, bei denen kann man das dann später einstellen, dass sie das und das halt erledigen. Ach, Sprich, mit denen geht das auch. einer der Helfer, der pflanzt dann diese Saplings, der andere holzt dann ab, wenn es reif ist und so. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ist aber jetzt auch neu, oder? Mit Farmcraft 4. Aber Holz ging doch vorher nicht, oder? Im Grundlegend ging auch alles, aber jetzt kannst du es halt genauer bestimmen, was die machen sollen. Ah, okay. Naja, dann hatten wir Forestry. Forestry ist so ein Mod. Das ist eigentlich rein auf, ja, wie soll man das beschreiben? Auf automatische Farm. Das heißt, man hat auch einen automatischen Farmblock, den kann man aufstellen. Und im Umkreis von so und so viel Blöcke, der dann halt von der Größe des Blocks her bestimmt ist, kann man dann halt alles abfarmen lassen, automatisch und auch wieder anpflanzen lassen. Dann hatten wir, was hatten wir noch? Einen hatten wir auch noch. Jo. Cards. Ja, stimmt. Steve Cards, das ist ein Mod. Da kann man aus insgesamt, glaube ich, 80 verschiedenen Elementen sich selber Minecarts zusammenstellen. Fängt an bei einem Wagen, der automatisch Lasten transportiert, also Kisten ein- und ausladen kann, bis hin zu komplexen solarbetriebenen, selbstversorgenden Holzfällern und keine Ahnung, was da noch alles geht. Damit haben wir noch nicht wirklich viel gearbeitet. Und theoretisch wird auch noch Mine Factory Reloaded gehen. Das ist ein Mod komplett, der alles automatisiert. Fängt an bei der Tierzucht bis hin zu alles. Oh. Aber allzu lang werde ich auch nicht mehr machen. Irgendwie kommt die Müdigkeit gerade durch. Und ja, es ist mal wieder so wie immer schon 12:30. Wir nehmen echt zu spät immer auf. Ja, in wessen Schuld ist es? Mike. Und diesmal stimmt sogar wirklich. Mike, bist du mittlerweile runtergekommen? Nö. Wo bist denn du jetzt? Beim Hexer, bei dem Loch. Jetzt Warum wieder das oben. denn? Hallo Creeper. Warum, Mike? Du solltest Dreck holen. Er kommt doch nicht runter. Alter, guck mal, da ist Wasser. Du kannst hier einfach runterspringen. Wenn du mit Anlauf springst, dann kommst du hier runter ins Wasser. Und ansonsten, dann fragt man einfach mal oder sagt irgendwas, aber läuft nicht einfach dumm durch die Gegend. Mike, wir brauchen das Dreck und es ist gleich schon wieder Nacht. Den. Das. Ja. Hattest du irgendwas Wichtiges dabei? Nein. Gut. Oh, mein Deine Spitzhacken Spitzhacken sind halt. alle. Ich kann dir keine mehr. Ja, doch, theoretisch könnte ich dir noch welche geben. Ja, ich komme selber hoch, ich muss immer Dirt wegbringen. Du hast dort gefunden? Kabel meine ich, Entschuldigung. Mach mir keine falschen Hoffnungen. Ich mach schon die falschen Hoffnungen. Nein. Bei dir bin ich schon gewohnt. Ich springe jetzt mal ins positive Wasser. Nein! Nicht da! Ach Mann! Mike, du hast es nicht drauf. Jawohl. Soll ich eigentlich den ganzen Block hier holen lassen oder soll ich den durchgängig dicht bauen? Dicht buddeln, soll ich jetzt mal. Ich mach den dicht, dann können wir dann, wenn wir Keller haben oder haben, dann haben wir nicht überall Löcher. Ich mach das auch Ja. alles wieder mit diesem Stein zu. Aber ich finde den irgendwie cool. Ist mal was anderes. Ist auch recht nice. Nur halt nachher im Haus und so weiter machen wir dann andere Böden. Wenn wir dann irgendwann mal zum Haus kommen.
Wie gesagt, wir müssen dann mal gucken, dass wir genug Holz zusammensammeln, um einmal das komplette Ding hier mit Zaun zu umranden. Wo ist ja die beste Stelle zum Abspringen? Mike, du brauchst jetzt auch nicht mehr runtergehen, es ist gleich dunkel. Ja. Tuch aber nur gerade, wo ich nicht sterbe. Ja, Chris, komm dann mal hoch, dass wir pennen gehen können. Bin schon auf dem Weg. Gut. Ah, die ersten Zombies kommen. Heißt, wir müssen uns beeilen. Ui, Enderman. Lass mal versuchen, die zu killen. Wir spawnen ja eh wieder hier. Hilfst du mir? Komm her, scheiß Enderman. Ich guck ihn an. Versucht ihr mal, den Rest ein bisschen zu killen. Mike, lass mich raten, du bist ohne Schwert hingegangen, oder? Ja. Die Creeper versucht mal so hinzulenken, dass die uns vernünftig helfen können auch. Ah, der Enderman ist runtergelaufen. Gut, das war jetzt ein Fail. Also mit Pech habt ihr gerade allen Cobblestone weggesprengt, ne? Echt? Dann ist das so, dann sammeln wir neuen. Wo ist jetzt der scheiß Enderman da? Fuck. Ich hab ihn gekillt. Hat er eine Enderperle gedroppt? Weiß ich nicht. Ich bin gestorben. Hat Wo man ist dein Mike. Schwert? Hat Mike dich gekillt? Nein. Und Schwert ist? Das hat der Zombie. Stoß ihn doch nicht runter. Nicht verdient zu leben. So, dann komm, dann lass es schnell rein. Lass pennen gehen, dann verbrennen die alle. Na, Mensch. Gehen wir schlafen. Geht nicht. Ermann ist das hierbei. Gib mir ein Schwert, Mike. Weißt du, wie das mit den Wood-Convertern geht? Ja, die haben ein bestimmtes Rezept dafür. Und ansonsten immer in 9er Stack. Ach, stimmt. Oh, sorry. So, machen wir das Werkzeug wieder raus und die Fackeln. Also, wir haben Lichtquelle doch. ist occupied. Mike, pennen gehen. Ja, bin schon im Bett da. Übrigens mit Ausrufezeichen DC könnt ihr euch die meisten Tode anzeigen lassen. Wo Mike mittlerweile das Opfer ist. So, jetzt einen Augenblick warten, bis die ganzen Creeper nur noch da sind und dann lassen wir die Creeper ein bisschen helfen. So. Mike. Was packst du hier gerade rein? So. Jetzt Guck mal tust du da hier, die Mike. Fackeln wieder rein, aber Dalli. Ich hab die rausgenommen, sorry. Hier. Oder sonst nehmen wir erstmal alle. Mach ich mal ein paar neue. So. Mike, hast du eine Schaufel dabei? Nein, ich hab nix. Ja, warum nicht? Du sollst gleich Holz sammeln gehen. Dreck sammeln gehen. Warte, ich habe auch noch zwei Schaufeln. Ich brauche gar nicht so viele. Ich brauche eigentlich nur zwei. Liegt in der Kiste. Ich brauche aber Ja, mal runter. Okay, Ja, Mike, einer. warte mal. Weil du wirst eh wieder sterben. Ja, versuche einen Space Jump zu machen. Und ich gebe den Tipp, die Wolken sind nicht durchlässig, also du wirst sterben, wenn du da runter gehst. Was? Genau unter Er uns drauf, jetzt. ja. So, mal gucken. Wie viele Schaufeln hast du mit? Zwei. Das wird nicht reichen, du musst gleich eine größere Menge mitbringen, weil das ein bisschen weiterer Weg ist scheinbar. Weil der nächste Dreck ist da vorne erst. Und bitte so abbauen, dass es noch einigermaßen normal aussieht. So, da hinten, siehst du das? Wo ich hingucke? In die Richtung ist Dreck.
Okay, ich versuch's. So. Bring jetzt mal so viel mit, wie du mitkriegen kannst. Wir müssen echt unbedingt Enderperlen finden. Haben wir hier irgendwo noch Holz? Nein, haben wir nicht. Hast du gerade was geholt? Nee, ich habe auch schon nachgeguckt, aber nichts gefunden. Da steht ein Baum. Ein Baum ist reif. Warte mal, wir machen das mal ein bisschen anders. Nimmst du eine Axt? Ich nehme Bone Meal. Denk dran, die sind nicht instant. Lass meine Sachen da liegen. Ja, nimmst du eine Axt? Wie gesagt, ich wollte gerade erzählen, ich baue jetzt erstmal hier die ganzen Löcher wieder zu. Ja, aber halt nur auf Höhe, wie es benötigt wird. Du brauchst ja nicht höher So wie machen. es war. Ja, einfach auf Bauhöhe, fertig. Du brauchst hinter diesen Spinne. Ja, Spinnen sind freundlich. Jo. Alter, hier hast so viele Todespunkte. Hä, sind normale Bäume mittlerweile auch nicht mehr instant? Ganz und gar nicht. Ach, stimmt, Getreide ja auch nicht mehr. Aber bei Getreide will ich dann mal Crossbreeding versuchen. So, brauchst du noch ein paar Spitzhacken? Nein, ja doch. Also 6 Stück kann ich noch machen. Außer ich soll das andere Holz verwenden, aber das würde ich eher zum Bauen wieder benutzen. Zack, zack, zack. Ja, komm. Wenn du noch mehr brauchst, dann sag Bescheid, dann bringe ich dir noch wieder was. Ich schmeiß dir wieder was runter. Und den einen Stick verwende ich für ein Schwert. Irgendwie funktioniert das mit dem Scrollen nicht richtig, habe ich das Gefühl. Du hast der Gerd, reicht das? Wie viel Schaufel hast du noch? Gar keine mehr. Ich schau gerade jetzt auch Ja, denn das reicht. den Wir Rest kommen hoch. Dann mit haben wir erstmal Spinne. schön was. Dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir denn das Haus bauen. Wie wollen wir um die Mine denn rumbauen, beziehungsweise nachher dann halt den Teleporter hinten. BZW, das muss ja nicht mal nach ganz unten sein, das kann dann ja als Etagenhaus verwendet werden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hätte das sogar noch eine richtige schöne Funktion. Und dann einfach hier rum das Haus bauen. Das sieht bestimmt geil aussehen. Naja. Übrigens, wir sind jetzt wahrscheinlich mittlerweile in der 10. Folge, in einer Aufnahme. Und Das ist was haben doch wir cool. geschafft? Gar nichts. Viel gelabert und nichts gemacht. Und wir haben Spaß. Das sowieso. Ergo hat sich schon gelohnt. Ja. Aber wir haben noch nichts erreicht. Wir bauen jetzt gleich erst die erste Farm. Aber irgendwie habe ich den Tricky Potato, bin ich echt am überlegen, ob wir den nicht wieder raus haben. Irgendwie mag ich den nicht so wirklich. Ich habe immer das Gefühl, als ob das länger dauern würde als normal. Eine algorithmische Berechnung der ganzen Baumteile, die da drin sind, also. Was willst du erwarten? Ja, aber die ganze Zeit nur raufstarren, das ist irgendwie doof. Ich weiß nicht warum, irgendwie mag ich das nicht. Aber wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir ja noch eine Minimap, wo man die Multiplayer, also die anderen Spieler auch sieht. Das wäre natürlich echt cool. Oder du liest die Opis durch und guckst, ob das da geht. Nee, habe ich schon. Also was ich bis jetzt gelesen habe, geht's nicht. Was kann man denn mal so labern? Das Wie weiß ich nicht. verbringt ihr eure Weihnachtszeit? Euch. Was? Euch in der Kammer. Du meinst wohl in einem Kellergeschoss. In einer Kellerdachwohnung. Problem ist, das komme ich nach hoch. Erst kommt er nicht runter und jetzt kommt er nicht mehr hoch, ey.